Willkommen zur nächsten Snapchat-Vorstellung. Heute mal in der ultimativen Late-Night-Edition. Denn ich habe, ehrlich gesagt, schon drauf gewartet. Ich las wirklich mit auf glühenden Kohlen, hab dann gedacht, so, wann kommt endlich der neue Snapshot? Ich möchte mal der Erste sein, der ihn hochlädt, oder zumindest einer der Ersten. Und jetzt ist er da, und zwar Snapshot 18W15A. Und da gibt es, wie er auf dem Thumbnail bestimmt schon zu sehen war, Delfine. Aber die kommen erst gleich, denn erstmal muss ich noch kurz ein paar kleine Sachen sagen zur letzten Snapshot-Version, zur 18W14-Geschichte. Die habe ich nämlich nicht vorgestellt, denn das habe ich zeitlich nicht geschafft. Da gab es unter anderem ein paar neue Mechaniken zu dem Dreizack, den wir hier kennen. Dann gab es noch eine neue Verzauberung, sehe ich hier auch gerade nochmal, wer sonst vergessen. Slow Falling. Das ist ein neuer Verzauber, ein neuer Trankeffekt. Der macht einfach das Gegenteil von Levitation. Du fällst halt langsam. Das ist einfach quasi wie Levitation, nur halt andersrum. Kann man sich halt craften, gibt es auch aus Bögen, haben wir gerade gesehen. Und wie gesagt, der Dreizack hier hat ein paar neue Mechaniken bekommen. Irgendwie, dass er vorwärts fliegt oder anders fliegt. Und ja, jetzt sink ich hier so dämlich runter. Das ist blöd. Das machen wir schnell wieder weg. Das ist irritierend, wenn man jetzt hier in Minecraft wie auf dem Mond schwebt. Muss nicht sein. Diese Tageszeit hier stört mich. Machen wir mal hier ein bisschen Time. Set Day, Midnight, Night, Noon. Wer ist mit denn? Day. Day ist doch schön. So. Dann gab es außerdem auch noch neu Sea Pickles, also Seegurken. Ja, was ist eine Seegurke? Ja, die Frage ist sehr einfach. Es ist eine Seegurke. Es ist einfach ein Ding. Kann man wie Schildkröten einfach stacken. Kommen, ich glaube, hauptsächlich in Korallenriffen vor. Geben auch Licht ab. Jetzt müsste ich wieder dunkel machen, aber das mache ich jetzt gar mal nicht. Ne? Wir bauen einfach mal hier kurz und so irgendwo ein. Ne, bauen wir uns mal kurz ein. Ne? Blop, blop, blop. Ja, das ist jetzt blöd. Sie brauchen nämlich Wasser. Das ist direkt der nächste Fun-Fact. Wenn die nicht im stehenden Wasser sitzen, dann leuchten die halt nicht. Ja, wir sehen hier einen leichten Leuchtlevel. Lichtlevel 6, wenn noch mehr zutun, kriegen wir bis auf 15 hoch. Ja. Nette Sachen, wie gesagt, außen tun die das halt nicht. Und die haben auch dieses komische weiße Ding oben nicht drauf. Also irgendwie lustige Sache, man kann es trotzdem noch stecken. Aber naja, so viel erstmal dazu. Das waren, glaube ich, die gröbsten Sachen halt. Wie gesagt, der neue Trankeffekt. Die Seegurken und halt auch die Geschichte mit dem Dreizack. Das war halt erst letzte Snapshot-Woche und diesmal gibt es Delfine. Aber immer noch nicht. Erstmal andere Sachen, und zwar die Wasserfarbe. Und zwar die Farbe, wie sie hier ist. Also die Wasserblöcke haben eine komplett neue Textur bekommen, unter anderem. Man sieht auch hier jetzt den etwas besseren Unterschied. Das ist auch etwas weicher geworden. War ja früher immer relativ hart, der Übergang. Und hier ist es halt relativ weich. Und auch noch was mir eben aufgefallen, irgendwie wächst jetzt hier auch Gras unter Wasser. Also irgendwas haben sie hier noch geändert. Also, ich weiß nicht, also das Gras wächst jetzt scheinbar auch unter Wasser weiter. Ich weiß jetzt nicht, dass es ein Fehler ist oder ob das irgendwie gewollt ist, aber naja, im Moor würde es Sinn machen, aber sonst ist halt ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, die Unterwasser-Sichtweiten wurden auch geändert. Die kann man, glaube ich, jetzt extra einstellen. Man kann auch wieder durch ein Block hohes Loch durchschwimmen. Ne? Das ging, glaube ich, auf der letzten Version schon irgendwo. Ne? Kann man halt jetzt hier durchplanschen, ne? Also auch wieder in den Schiffen reinschwimmen, das ging, glaube ich, damals schon. Man hat auch neue Wasserabsauf-Mechaniken, also sag ich mal so, man kann einfach Wasser reinspringen. Man sinkt halt jetzt langsamer, man treibt halt so ein bisschen und sinkt dann langsam runter. Ist auch neu. Und halt diese Geschichte mit den verschiedenen Biomen, da werden dann diese Farbfilter etwas weiter angepasst. Wir sehen jetzt hier, die Sicht wird kurz besser, um dann direkt wieder schlechter zu werden, weil Moor. Wenn wir jetzt ganz vorsichtig hier auf einem bestimmten Layer fliegen, dann können wir hier auch diese Farbe einfach mal in der Oberwelt sehen. Ich meine, das gibt es ja schon, glaube ich, in, wie hieß die Mod damals, die eine große da, mit den ganzen Biomen, wie auch immer. Da gab es ja auch schon, dass die Biomen auch noch andere Nebeltexturen hatten, dass in der Wüste zum Beispiel das so aussieht, aber ja, hier kann man halt jetzt im Wasser das Ganze genießen. Klappt halt auch, wie gesagt, glaube ich, mit den restlichen Wasserfarben. Wasserfarben. Das war das richtige Wort dafür, eine Wasserfarben. So, genau, hier sehen wir jetzt auch die restlichen Wassernebel, also die haben verschiedene Nebelfarben, so heißen die bekommen. Wo man jetzt auch hier sehen kann, wie die sich halt langsam verändern von einem dunkelblau in ein helles gelb-grün. Aber ich fand es lustig, dass man das geändert hat, dass es dann einfach kurz lila wurde. Bis lila, ne? Aber egal. Das wäre halt erstmal die Geschichte mit den Sachen. Jetzt müssen wir uns mal kurz selber killen, damit wir wieder Richtung Ozean kommen. Kill Julian, so. So, Julian ist tot. Jetzt müssen wir hier wieder an einem See spawnen, ne? Wie gesagt, der Ozean hat auch neue Wassertexturen. Hier war ich eben schon nicht wundern. Und wir sehen hier schon die Delfine. Und die haben überraschend coole Sachen drauf. Erstmal die Fiepen halt, ne? Ich meine, die sind erstmal richtig krass cute, ne? Haben auch ein eigenes Spawn-Ei. Wie wir hier sehen, sehen wir nichts.
Also die, ja, da haben wir es gesehen. Der geht an die Wasseroberfläche, um nach oben zu schwimmen und zu springen und Luft zu holen. Also da haben sie auch dran gedacht. Die haben mir an alles gedacht. Nur auf dem ersten Spawn. Ich glaube, Baby-Versionen gibt es davon nicht. Nein, gibt es nicht. Gibt eine normale Version. Man kann die auch mit Fisch füttern. Ich glaube, da kann man die heilen. Aber ich glaube, tamen kann man sie tatsächlich nicht. Man kann hier gehen und dann so, ne? Also man kann auch irgendwie, glaube ich, die dann mitführen, irgendwie locken. Gibt es da Methoden, habe ich gelesen. Aber das tun sie halt nicht, so nicht wirklich. Also, oder ich habe das falsch gemacht, keine Ahnung. Die bleiben halt auch irgendwie im Schwarm, glaube ich. Und sie finden es toll, wenn irgendwelche Sachen rumschwimmen. Deswegen werden wir jetzt mal hier ein bisschen Holz droppen. Und gucken, ob sie rangehen. Wie gesagt, die müssen halt da, ja, da schwimmen sie da. Hat angenommen, um dann einfach wieder irgendwo mitzunehmen, wie Bella einfach. Die nehmen die dann hin, zack, und schmeißen sie irgendwo hin. Also, die mögen das so spielen. Die jagen auch angeblich Boote. Ich konnte das eben bei einer Testversion noch nicht reproduzieren, dass die mein Boot gejagt haben. Ah ja, okay, jetzt, ja. Ich glaube, sie mögen doch Boote. Oder sie taten gerade so. Also, sie haben Boote verfolgt. Da ist das andere Boot auch noch. Ja, scheint auf jeden Fall lustig zu sein. Die scheinen das zu mögen. Dann gibt es auch noch zum Ozean zu sagen, es gibt neue Blöcke. Und zwar neue Items, nicht Blöcke, Items. Und zwar gibt es diese Nautilus Shell und das Heart of the Sea, inklusive diesen Conduit. Das ist ja erstmal übersetzt, glaube Leitung oder Rohr und hat angeblich noch keine Funktion. Also man kann noch nichts nachlesen, ich habe noch nichts gefunden. Leuchtet auch, macht an sich noch nicht so viel. Wenn man es an Wasser, an Luft setzt, dann kommt direkt ein Wasserblock mit. Faszinierend soweit. Wenn man dann Prismarinblöcke, ich glaube, egal welche Art, nimmt und dann da irgendwas drumherum baut, dann bekommen diese komischen Partikel, wie das auch bei, ich glaube, Büchern der Fall ist. Okay, jetzt muss scheinbar in einer bestimmten Anordnung sein. Ne, jetzt muss der flache, glaube ich, irgendwas. Also irgendwie, ja genau, da kommen die Partikel. Ja, wir sehen hier, die fliegen halt raus. Die geben angeblich irgendwelche Effekte unter Wasseratem und sowas. Ich habe welche Sounds gehört, okay. Wie gesagt, also ich weiß jetzt noch nicht genau, wie die funktionieren. Das steht auch noch nicht irgendwo zu lesen. Es wird auch immer nur der mittlere hier aktiviert irgendwie. Also, okay, aber versuchen wir jetzt mal hier durch Zufall eine Struktur zu reproduzieren, die dann das möglich macht. Also wie gesagt, das soll halt einem irgendwie Atem noch geben. Okay, es werden mehr Partikel. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, ich habe es noch nicht. Ah, jetzt haben wir. Oh, jetzt haben wir es. Okay. Conduit Power. Okay, man braucht... Also man braucht die beiden hier, um zu craften. Ja, okay, das sieht jetzt echt geil aus. Okay, dann habe ich das jetzt gerade mal eben kurz live in der Folge hier gelüftet, das, was man irgendwo nachlesen konnte. Das gibt einem, glaube ich, mehr Sicht. Außerdem, glaube ich, eine verringerte Atemloslassgeschwindigkeit. Also, ne, was ich meine, ne? Also, ich glaube, die Luftbar wird damit komplett aufgehalten. Yep, Luftbar ist komplett deaktiviert. Also, das ist eine sehr krasse Krassigkeit. Jetzt haben wir es deaktiviert, okay. Jetzt müssen wir auch hier Sachen verlieren, glaube ich, ne? Okay, Leute, auch da der Conduit Power, aber, na genau, Common Mode, ne? Game Mode, Creative, okay, jetzt ist, jetzt aktiviert sich hier, okay. Also, so machen wir jetzt hier die Struktur haben. Braucht scheinbar eine bestimmte Menge an Blöcken, damit es aktiviert wird. Ist eine nette Sache, also gibt halt, wie gesagt, mehr Sicht unter Wasser, weil auch der Night Vision-Effekt unter Wasser jetzt komplett deaktiviert ist, der nützt einem jetzt gar nichts mehr. Und halt, das ist ein nettes Feature noch nebenbei. Also scheinbar brauchen wir davon eins und dann so komisch hinstellen. Und jetzt mal testen, was auch über Wasser funktioniert, ganz schnell. Weil da kann man die auch hinsetzen, also es ist einfach so ein Lebenswasser-Luftspender irgendwas, also lustige Sache. Ich baue jetzt mal kurz hier eins nach, wir hören jetzt noch die ganzen Geräusch hier von, glaube ich, den Delfin unter anderem. Also wir sehen, das Ding ist hier auch da, aber es aktiviert sich noch nicht. Okay, da sind es auch da, selbst sind Delfine gekommen, okay. Scheinbar braucht das wirklich diese Strukturgröße hier. Okay, hier aktiviert es sich nicht, das geht also nur unter Wasser. Auch gut zu wissen, nette Sache. Jetzt muss ich mal schnell noch einen Eisberg finden, denn... Genau, das habe ich schon verraten, was ich sagen wollte. Nein, einen Frozen Ocean finden, weil es gibt jetzt Eisberge. Nicht Eisbären, die gibt es ja schon länger, aber es gibt Eisberge. Aber können wir gerade mal den Locate-Command nehmen. Locate, ein Igloo. Ich meine, bei Igloos in der Nähe sind ja meistens auch, ja, Eisberge. Okay, hier wird es schon kälter, der Ozean. Hier müsste dann auch wieder andere Sichttexturen haben.
Wir sehen, hier sind auch Delfine überall schon natürlich gespawnt, ne? Mit den Tintenfischchen, der Ozean wird langsam lebendiger. Ich meine, war auch schon vorher. Jetzt natürlich jetzt hier kein Biom, was einen Anspruch des Eises genügend tun würde, ne? Also, erstmal, ach, ist auch egal, es gibt halt einfach noch einen neuen Eisblock, der einem quasi dann jetzt hier Eisblöcke. So, also da kommen dann so Eisblöcken vor, sind einfach in der Ozeanwelt mit eingebaut irgendwie wahrscheinlich und dann schwimmen die halt hier so. Nette Sache auf jeden Fall. Soll es, glaube ich, geben. Ich überlege gerade und ich glaube, ich habe keine richtige Welt dabei. Das ist das Problem, wo ich es jetzt zeigen könnte. Da müssen wir jetzt mal kurz vielleicht noch eine Runde suchen hier, sonst weiß ich nicht. Dann gucke ich, ob ich noch ein Foto finden, da hinten dran hänge und sonst einfach mal selber austesten. Nö, wie immer die Devise. Oder ich hätte eine bessere Idee. Ich mache mal kurz bei uns zurück. Ich habe doch hier noch ein paar Welten offen. Ne? Ich glaube, die Welt müsste, wenn ich die jetzt mal kurz neu erstelle und dann hier in Snaps Eisberg, Eisberg umbenenne, müsste man da vielleicht welche finden, weil in der Karte gab es nämlich Eisflächen, die wir ja schon gesehen hatten. Das war die Karte, wo ich die Korallen vorgestellt habe. Zu denen kann ich auch was sagen. Da wurde nämlich der Name geändert teilweise. Die haben andere Namen bekommen, die ganzen Korallenblöcke. Und den Weltgenerator haben wir auch geändert. Oder wie? Okay. Die Welt wollte ich jetzt nicht haben. Okay, also wir wissen, was ich gemeint habe, ne? Also, das ist doch die Welt hier, oder nicht? Ach so, ich habe auch... genau. Snapsch, Eisberg. So, nochmal kreativ neu erstellen. So, da müssten wir jetzt da landen, wo wir schon mal gelandet sind. Dann gibt es da Eisberge, hoffe ich mal. Und wie gesagt, dieses Heart of the Sea, wo das herkommt, das weiß noch keiner. Das brauchen wir halt zum Craften von diesem Condux, genauso wie die Nautilus Shell. Kann man in der Pocket Edition, glaube ich, beides in Ton finden, also in den Buried Chests. Ich weiß nicht, ob das dann auch übernommen wird. Also das gibt es hier noch nicht offiziell drin. Kann natürlich sein, dass es da schon das drin gibt. Jetzt habe ich hier Hardcore-Modus genommen. Ich lache mich weg. Das ist beim hier auch wieder Glück, ne? Oh, ernsthaft? So, der uralte Trick. Kreativ, Cheat erlauben. So. Slash Game Mode Create. So. Jetzt hier. Flieg los. Ich will Eisberge finden. Okay, hier haben wir jetzt auch andere unterschiedliche Biome vom Eis. Das ist dann, glaube ich, ein Cold Biome. Ist das hier? Und dann sind wir Cold Ocean. Okay. Hier drin fällt mir jetzt ein, müssten doch eigentlich diese Conduits auch gut arbeiten, ne? Quizfrage. Greifen die auch die Delfine an? Diener? Nein. Magier, Plagegeiz, Schildkröte. Gott, wo sind die Delfine? Da. Schicke Farbe. Greifen die auch an? Okay, die greifen die aber auch nicht an. Oder? Nö. Lassen die auch in Frieden. Nette Sache eigentlich. Okay, es muss diese eine spezielle Struktur, sonst läuft das mit den Dingern nicht. Auch gut. So. Jetzt brauche ich hier mal eben irgendwie ein Eisbiom, damit wir noch vielleicht noch die Eisberge sehen können. Eigentlich war hier alles mit Eis voll, also das hier. Haben sie also auch wieder geändert. Vielleicht treibt jetzt hier irgendwo ein verlassener, einsamer Eisberg rum. Ich wollte euch begrüßen, aber ich glaube, es sieht schlecht aus. Wie gesagt, dann schaue ich mal, was haben wir jetzt da? Ach ja, genau, so Strandfestungen gibt es ja auch. Wenn die Unterwasserdörfer halt am Strand sind, dann fluppen die da mal raus. Aber ich glaube, hier gibt es jetzt keinen Ozean mit, wie heißt das so schön? Ne, hier, Dingens halt. Wie gesagt, mit Dingens halt, genau. Also, ja, mit Eisbergen, wie gesagt, da gibt es halt welche, soll es zumindest geben, mit diesen blauen Eisblöcken, haben sie selber Eigenschaften wie Packeis. Kann man auch, glaube ich, daraus craften mit 9x9, mit 3x3, dann kriegt man die auch raus. Soll so sein. Ich würde es dabei erstmal belassen. Wie gesagt, also mehr gibt es, glaube ich, noch gar nicht. Vielleicht kommt jetzt in den nächsten Minuten, Stunden, morgen irgendwann noch der B oder C oder D-Snapshot raus. Kann alles passieren. Und noch ein Funfact am Rande: Die Lava ist hart kaputt gegangen, weil die hat, glaube ich, irgendwas nicht verkraftet, denn die sieht aktuell am Biom so aus. Ich meine, es ist eine Farbe, aber ich weiß ja nicht, ob das jetzt so gewollt ist, dass die so aussieht. Wasser sieht normal aus, oben drauf nicht. Interessant. Wie gesagt, haben wir den Texturfilter irgendwie einen Fehler gemacht zu haben. Wie willst du? Und genau, nochmal kurz die Korallen hier. Haben halt neue Namen. Die heißen jetzt halt, Röhrenkoralle,
Kopfkoralle, also Gehirnkoralle, Bubblekoralle, Feuerkoralle und Hornkoralle. Ich meine, klar, ne? Das sind Röhren, das sieht aus wie ein Gehirn. Das sieht aus wie Blubberblasen, das sieht aus wie Feuer und das sieht aus wie ein Horn, ne? Ganz logisch eigentlich. Und das war's gewesen. Das war letzte Woche halt drin und das wäre auch jetzt alles von heute gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, gerne mal noch ein bisschen rumtesten. Vielleicht findet ihr noch irgendwelche Sachen raus. Also diese Geschichte mit den komischen Korn, das habe ich gerade selbst herausgefunden. Ich habe die vorher noch nicht nachgelesen irgendwo. Ja, nette Sache. Dann würde ich mal sagen, das war's von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.